Heute startet der Sonntag ganz gemütlich. Ja, und vom gestrigen Shooting habe ich die ganzen Fotos ausgewählt. Ja, jetzt ist gefrühstückt gemütlich, jetzt ist mittags und wir fahren jetzt noch nach Ljubljana für einen gemütlichen Sonntag. Wir sind noch schnell zum Auto ausgefahren, weil ich überlege mir ein neues Auto. Ein Van, Alhambra oder ein Galaxy und deshalb schauen wir die gerade an. Wir sind jetzt aus Ljubljana zurück. War ein echt cooler Trip. Ich habe eine neue Winterjacke gekauft. Sehr empfehlenswert, wenn ihr in Klagenfurt wohnt, so in der Nähe. Weil dort ist auch am Sonntag wirklich fast alles offen, viel los auf der Straße und die ganzen Lokale offen, alle sitzen draußen, trinken, essen. Echt cool. Und wir machen uns jetzt einen gemütlichen Abend vom Fernseher, bisschen Netflix schauen. Wir haben jetzt angefangen, You zu schauen. Kennt ihr die Serie? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die finde, aber man muss immer weiterschauen, was doch ganz spannend ist. Ja, das ist der Abschluss unseres Tages. Ich düse jetzt mal ab ins Studio. Draußen hat es minus 6,5 Grad. Also das Wichtigste für mich an einem Montagmorgen ist einfach eine To-Do-Liste schreiben, weil wenn ich keine To-Do-Liste schreibe, sitze ich oft einfach eine Zeit lang planlos da. Und mit To-Do-Liste ist es einfach wirklich so, man arbeitet Schritt für Schritt ab, fängt sofort effizient an. Das macht für mich echt einen enormen Unterschied. Wer es noch nicht ausprobiert hat, jeden Morgen mit einer To-Do-Liste anzufangen, das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Business-Porträt-Shooting und werde jetzt ganz schnell alles vorbereiten. Ich war ein bisschen länger beim vorherigen Meeting, wo wir eigentlich ein recht cooles Projekt ausreden. Darf ich aber noch nichts von erzählen, geht aber um eine Modekollektion in einem Sportbereich, aber was genau kann ich nicht sagen. Ist aber schon relativ weit fortgeschritten. Jedenfalls Business-Porträt jetzt. Ich werde jetzt mal alles ready machen. Jo. Ja, ich habe jetzt gleich ein Shooting hier in der Uni Klagenfurt und zwar mit dem Rektor der Uni. Und er ist auch Rektor, also so wie ich es verstanden habe, Rektor von allen Rektoren in Österreich. Also ein recht wichtiger Rektor. Der ist ganz nett, den habe ich schon ein paar Mal geshootet, auch vor ein paar Monaten jetzt fürs Magazin. Aber trotzdem sehr genau, da muss der Ablauf sehr gut geplant sein. Ich habe schon genaue einen Ablauf, Beispielfotos, Moods, aber trotzdem. Da ist es ein bisschen immer heikel, ich immer ein bisschen nervös. Und ja, an der Uni Klagenfurt macht es immer Spaß zu shooten. Die haben ganz neue Hörsäle, neue Gänge, alles recht modern, viel Glas. Eigentlich von den Räumlichkeiten früher mal echt überhaupt nicht schön. Und jetzt seit ein, zwei Jahren alles renoviert und alles schön. Das ist zum Fotografieren natürlich auch cooler. Ja, schaut einfach weiter. Ich zeige euch ein paar Szenen. Ich hoffe, ich kann halbwegs viel filmen. Und ja.
Shooting ist gut abgelaufen. Er war happy, hat sich bedankt, dass alles so gut läuft. Die haben schon Fotos gesehen auf der Kamera, am iPad und am Tablet und waren alle happy. Gestern waren wir ja, also ich und meine Frau, beim Seat Autohaus, weil ich einen Alhambra Probe fahren wollte. Und ich habe das gestern ganz vergessen zu filmen, weil der war ziemlich cool, der war top beieinander, wie neu, gut ausgestattet, Automatik und alles drum und dran, wenig Kilometer. Ja, ich habe den direkt gekauft, das hätte ich selbst nicht gedacht, dass ich direkt eines der Autos kaufe. Ja, coole Sache. Ich war selbst fast überfordert danach, wo ich dachte, hey, krass, ich habe gerade ein Auto gekauft, ohne dass ich das groß geplant hatte. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, nur jetzt muss ich noch ein paar Sachen reden. Aber krasse Sache, ich habe ein Auto gekauft, ein großes, endlich ein Van ist das quasi, da passt jetzt alles rein. Ist natürlich nicht so stylisch und schnittig wie mein jetziges Auto, das aber auch viel zu klein ist. Ja, und deshalb, ich fahre jetzt noch schnell zum Seat Autohaus, noch ein paar letzte Sachen erledigen. Danach habe ich einen Termin bei einer Firma Riftbird, mit denen habe ich ein Shooting nächste Woche. Ja, aber das werde ich hier alles mitfilmen. Degersbach war sehr schön, aber wir sind auch froh, jetzt wieder heimzufahren. Den ganzen Tag Wellness, rumliegen, essen, wieder Wellness, wieder essen, ist auf Dauer auch anstrengend und macht irgendwie müde. Ich freue mich auch einfach zurückzukommen und ja, wir fahren jetzt mal los.